Kesselstoffen, ne? Hey! Angeblich gibt's nichts Geileres als eine vietnamesische Pussy. Siehst du das auch so? Vielleicht. Casanova Clay. Shit, Mann, ist verdammt gut, dich zu sehen. Ja, dich auch. Hey, wie geht's, Nicky? Sie wollte auch kommen, aber naja, du kennst doch. Oh Gott, verdammt, Mann, so ein Scheißteil! Ja, allerdings. Komm, wir trinken Bier. Warten wir, bis der Alte sich beruhigt hat. Dann kann's losgehen. Okay. Hey, was geht? Ich habe schon alles vorbereitet und organisiert. Die Mädels werden da sein und so weiter. Aber wir nehmen lieber mein Auto. Mit deiner Scheißkarre können wir da nicht einlaufen, hey, oder? Was ist, du nennst meinen Superschlitten eine Scheißkarre? Pass auf, ich Junge. Ich sag nur, es gibt bessere Möglichkeiten. Das kannst du vergessen. Seine Karre ist der Hammer. Ich habe einen neuen Big Block drin versenkt, bevor er nach Vietnam ist. Das ist nicht das Einzige, was du versenkt hast. Vielleicht solltest du ihm erzählen, wie du dir die Kiste von Alice gepumpt hast, um mit den Girls auszureiten. Hey, Mann, halt nicht das bloß Auto gesetzt. Ach, kein Grund zur Besorgnis. Er war immer gut eingepackt. Bitte, ich hab schon einen verfluchten Bastard in meinem Leben. Ich brauch nicht noch einen. Weißt du, was du machen wirst? Sauber. Und zwar jeden scheiß Zentimeter. Nicht nur die Rückbank. Ich fahr doch nicht mit deiner Wichse durch die Gegend. Und du aushilfst, Clown. Du hilfst ihm dabei, klar? Vergiss es, ich hab doch keine abgekriegt. Das wundert hier keinen. Ach du lieber Himmel, ehe ihr Jammerlappen irgendwas gebacken kriegt, gewinne ich einen verdammten Zehnkampf. Schon gut, Dad, alles klar. Danny, alles, ihr bohrt mit dem Bohrer ein Loch in den Boden des Tresorraums. Du und Georgie, ihr wartet drin. Ihr werft das Geld runter und dann raus, so schnell es geht. Der dämliche Bohrer ist kein Leichtgewicht, also brauchen wir ein Boot, um ihn durch die Kanäle in Position zu bringen. Alice und ich besorgen das Boot. Georgies Alter hat einen Wächter der Bank geschmiert. Er überlässt euch einen Truck. Mit der Karre und den Uniformen kommen wir garantiert unbemerkt da rein. Kommt, wir sollten langsam. Ich muss noch bei Scarletta vorbei, paar Sachen vorbereiten. Und ihr zwei Arschgeigen glaubt nicht, dass ihr um die Sache mit dem Auto drumherum kommt. Das Ding ist sauber, wenn ich wiederkomme, sonst gibt's was ich an die Backen. Ich muss den Scheiß nicht. Oh ja, das wirst du. Ja, raus zu der neuen Folge Mafia 3. Aber als junger Kerl hat er mal Schnaps geschmuggelt. Und so kannte er die Kanäle unter unserer Stadt. Und wusste, dass einer davon direkt unter dieser Bank verläuft. Es war seine Idee, diesen Bohrer mit einem Boot dorthin zu bringen. Er war ein echtes Dreckschwein, mein Vater. Er trägt die Verantwortung für alles, was passiert ist. Wenn du deinen Kopf riskieren willst, fein. Aber halt den eigenen Sohn da raus. Es ist seine Schuld, dass Danny tot ist. Danny hat's nicht überlebt. Alle drin, wir müssen los. Alle da, hau rein! Die Wachen kommen durch das Loch! Scheiße, noch mehr Wachen! Los, weg! Diese Schweine, die Kopf schneiden uns den Fluchtweg ab! Wir finden einen anderen Weg hier raus. Der Tunnel muss ja irgendwo hinführen. Ich hab das Bob fast nicht steuern. Uiui, ist das eklig. Zurückkommen. Sie öffnen das Feuer! Cops, Cops! Ja, das ist scheiße, ihr Wichser! Da kommen sie! Ja. Oh, tut das weh! Du hast schwere Verletzungen davon getragen, deine Gesundheit ist niedrige Entdeckung. Ist wieder halb besser, wenn es an der Mainspitze. Okay. Niemand fickt Georgie Marcano! Ah ja, Gott, fass mal. Weiter, nicht langsamer werden! Ja, unser Fahrer brennt, Boot brennt. Ich zeig's euch, ihr Schweine! Pass auf, was du tust! Ja, wir brennen, nee, es wird nichts. So. Georgie, kriegst du sie? Wir explodieren jeden Moment. Das wird nicht mehr so. Man braucht so Zeit, bis das Ding in die Luft fliegt. Die Rampe, Vollgas lenken! Bist du wahnsinnig geworden? Scheiße, scheiße, scheiße! Ja, die Rampe. Hey.
Ist bei euch alles okay? So eine verrückte Scheiße habe ich noch nie miterlebt. Ich bin bloß froh, dass wir noch leben, Leute. Und, wie geht's jetzt weiter? Das mit dem Geld ist voll unglaubwürdig. Ich gebe einen Weg darauf. Willst du mich verarschen? Da wird's vom Bullen nur so wimmeln. Die haben nicht dabei, da in dieser Tasche, das sind immer nie 7 Millionen. Sind die so mit dem Mardi Gras beschäftigt, dass sie uns gar nicht sehen? Gehen wir. Die brechen so einen Mega-Tresor rein, nur um so ein Säckchen Geld rauszuholen. Ist doch... Sag mal, musst find du mir komisch. Unbedingt so den Arsch fassen? Deine Klappe und kletter weiter, Mann! Ah, jetzt haben sie auf das Mal mehrere. Gib mir die Hand, komm schon! Hier, komm her, hab dich! Hab dich! Gut! Okay, wenn wir da raus sind, gehe ich zum nächsten Telefon und rufe uns einen Wagen. Kannst du gehen? Ja, wenn mir jemand hilft, geht's schon. Wahrscheinlich ist es einfacher, wenn ich dich trage, du Klappstuhl. Lass mich mal. Hey, was soll das? Lass mich runter! Wenn einer fragt, sagen wir, er ist besoffen. So, ihr schnappt euch die Kohle und dann raus hier. Ja, mit dem Blut beide. Er sieht halt schon heftig besoffen aus. So ein Aufwand und dann nehmen sie nur so ein kleines Säckchen Geld mit. Komisch. Jesus, es ist unsere Begleiter. Na, Kleine, wie wär's mit uns zwei? Danny, leise, Mann. Man kann wirklich ihre Titten sehen? Oh, Mann, verdammt. Wo, Titte? Bevor sie uns wegen dir einkassieren. Eine Titte verpasst. Stopp, verdammt nochmal, stopp! Leck mich, Drecksau! Kann ich ja schneller. Irgendwie. Hey, Mann. Leg auf! Weg mit dem Telefon! Los! Oh, so lasse ich mich nicht behandeln! Haltet die Augen offen. Wir stecken in der Scheiße, du musst uns helfen. Wo seid ihr? Genau neben der Parade. Danny ist verletzt. Ich kann dir keinen Wagen schicken, weil die Straßen gesperrt sind. Hör zu. An der Rückseite vom Friedhof ist ein Lebensmittelladen. Kannst du da hinkommen? Ja. Da wartet ein Wagen an der Laderampe. Und Lincoln, seid vorsichtig, hörst du? Ihr beide, du und Alice. Sind wir. Geh zum Fluchtauto. Sammy schickt uns einen Wagen zum Lebensmittelladen, zur Laderampe. Gott schütze deine Einheit. Einfach werden wir da wahrscheinlich nicht flüchten. Schweine, mir zu erzählen, die Party sei vorbei. Ich bestimme, wann die Party vorbei ist. Ich bestimme, wann die Party vorbei ist. Zum Glück ist das eine riesige Party im Gang. Was läuft denn da innen ab? Hey? Oh, Junkies. Habt ihr gehört? Wir sind in den Nachrichten. Halt's Maul, Georgie, wir müssen weiter. Oder irgendwie. Also immer. Oh Mann, hab ich doch schon gesagt. Bei den Hoppen und Clubs wurde im French Ward verlassen aufgefunden. Alle Einheiten, bitte bestätigen. Oh, das ist Polizei schon da. Ui, da rechts ist sie. Mist, die haben das Boot gefunden. Beim Kuhn ist noch nichts verloren. Wurde der Bulle verprügelt?
Was ist Pulver da? Pulver für Glöckle, wenn schon Leute so. Oh Scheiße. Verdammt, was machen wir jetzt? Alice. Hier ist alles voller Scheißbullen. Dennis, Ruhe. Wir kriegen das schon hin. Okay, ihr nehmt Danny und die Kohle und geht zum Auto. Ich kümmere mich um die Bullen. Nein. Ich lenke sie ab. Kommt gar nicht in Frage, Mann. Schon gut, er geht ja nicht allein. Jesus hier ist unser Begleiter. Amen. Also, gehen wir. Ja, es ist auch egal, müsste ja nicht bleiben, oder? Hey! Guck mal hier! Rote Fahndungszone, du bist in der roten Polizeifahndungszone und die Cops werden erst schießen und dann Fragen stellen. Die Polizeiabzone verlässt ja die blinkende aktive Polizeifahndungszone. Wir können nicht schiessen in diesen Leuten. Nein. Ich hoffe mal, sie kommen nicht von beiden Seiten. Der andere. Ah, hier. Du bist gestirbst. Keine Pistole zum Einsammeln. Muss ich her. Was zeigt es mir denn da? Er hat dem Idioten eine Waffe gegeben. Ups. Keine Spur von ihm hier. Sehen wir da drüben nach. Oh, da wäre noch was zum Heilen, aber ich komme nicht dran her von hier. Von dieser Seite. Sieht genauso aus wie auf einer dieser Ansichtskarten, oder? Den Polizist haben wir überlistet. Was will ich jetzt so durch? Da geht's schon mal nicht rein. Sicher auch nicht. Friedhof. Ja, wir sind schon mal da. Blaue Polizeizone, du bist einige Verfolger losgeworden und jetzt in einer blauen Fahndungszone. Schau dir diese Fahndungszone auf der Minikarte an, verhalte dich unauffällig, um die blaue Zone zu verlassen. Das heisst, nein, jetzt habe ich noch einen Pfiffen, shit. Ich kann doch die Waffe zu versorgen. Ja, so, da bin ich vielleicht auch weniger schnell verdächtig. Fuck off. Es lenkt nicht, wenn ich rausgehe, sehe sie mich. Clever gsi von mir. Ups. Upsala. Wow.
Ich habe kein Medipack aufgenommen. Das könnte jetzt gefährlich werden. Und keine Munition mehr. Die Polizei droppt keine Munition. Das heisst, mir bleibt nicht anders übrig. It's running for free. Jetzt bin ich voll falsch abgebogen. Hui! Sichtkontakt zu Verdächtigen verloren. Fahndung in unmittelbarer Umgebung eingeleitet. Hey. Officer vor Ort hat Verdächtigen gesichtet. Mit äußerster Vorsicht Wo ist Georgie? Schnell weg. Zuvor hat er noch gesagt, wir treffen uns aus. Der Verdächtige ist verfasst. An alle Einheiten. Oh, der andere ist nicht dabei. Was heißt das? Fahndung in unmittelbarer Verarscht ist der. Wollen natürlich schön uns verrutschen. Der Mafia-Sohn hat sich abgesetzt. Ich muss irgendwo aus dieser Zone rauskommen. Kein Plan wie. Wow, da musst du auf meine Karte schauen und zugleich. Wenn wir hier lebend rauskommen, schlafe ich auf einem Bett aus Titten. Scheißegal, was es kostet. Wir sind rausgekommen. Sind Sie weg? Ja, ja, Mann. Alles klar. Ich wusste, dass wir es schaffen. Ich wusste es. Wir sind reich. Oder ihr seid verarscht worden. Robbing people with a six gun. I fought the law. Aber die können mich alle mal. Die Karte mein Ziel auszuwählen. Ja, mit Heikes. I fought the law and the law lost. Bestimmt damit. Irgendwas ist da komisch. Wie viel ist das? Bisschen mehr als 2 Millionen. Für jeden. Heilige Maria, Mutter Gottes. Wenn wir hier durch sind, dann rufe ich einen Typen an, den ich kenne, und sage ihm, er soll uns 3 Nutten rüberschicken. Nichts da. In dieses Haus hier kommt mir keine Nutte. Sicher? 2 von denen sind allein für dich. Diesmal ficke ich in meinem Schlitten. Na, das will ich auch hoffen. Mein Leben lang hat mir immer jemand gesagt, was ich tun oder lassen soll. Musste mir anhören, wo ich hingehen soll, wie ich hingehen soll und mit wem ich hingehen soll. Aber jetzt, nach diesem Ding, jetzt wird alles anders. Ich meine nicht das Geld, sondern Freiheit. Wirkliche Freiheit. Ich muss mir von keinem mehr was sagen lassen. Und das gilt für uns alle. Vouloir, c'est pouvoir, hein? Vouloir, c'est pouvoir. Wer ist denn da? Der Meister persönlich, hier. Hey, da bist du ja. Danke. Ich hab euch wen mitgebracht. Machst du was aus, 2 mehr einzuschenken? Na, aber mit Vergnügen. George hat erzählt, dass der Überfall beinahe in die Hosen gegangen wäre und Lincoln euch den Arsch retten musste. Auf den Jungen kannst du stolz sein. Bin ich, Sal. Sogar mächtig stolz. Junge, Junge, dieses Zeug haut vielleicht rein. Dazu. Hat jemand was dagegen, dass der Kerl reinkommt, der meinen Anteil mitnehmen soll? Ja, rein mit ihm. Wenn ich einen krieg? Hier ist ein Kornwhisky. Da kriegst du Haare an den Eiern vorn. Trinkt ihr alle gleich? Nein, nimm gleich den höchsten. Ist dein Anteil. Zweite sie heftig gefickt. Ich hab noch was draufgelegt wegen dem Ärger. Ohne dich jetzt nicht geklappt, Sammy. Jungs, ihr wart spitze, danke. Warum holst du Scheiße. Uns nicht einen guten Tropfen? Wir müssen noch anstoßen. Ja. Das darf ich dir nicht zweimal sagen. Mach richtig voll. Hoch die Tassen. Weißt du, Lincoln, ich hab noch nie einen tafferen Hurensohn gesehen als dich. Aber du hättest nicht Nein sagen sollen. Oh.
Na, wo soll es denn hingehen? Dämliche, beschissene Nigger. Los, schnapp dir die Tasche, wir gehen. Als ich bei Sammy ankam, stand dort alles in Flammen. Warum ich da überhaupt hin bin, weiß ich nicht. Göttliche Vorsehung. Oder irgendwas anderes. Heftig. Link gerate das. Als ich Lincoln aus den Flammen zog, kam er kurz zu Bewusstsein und bat mich, John Donovan anzurufen. Das habe ich dann getan. Ich wünsche mir so oft, ich hätte ihn nicht angerufen. Mr. Donovan, kennen Sie diese Person? Sicher. Sir Marcano. Mhm. Und was ist mit diesem Dieser Mann? Dieser dreckige Mistzack ist Sals Bruder Lou. Hören Sie. Reden Sie nicht um den heißen Brei herum. Was wollen Sie wissen? Haben Sie Lincoln Clay geholfen, Sal Marcano und führende Mitglieder seiner Mafia-Familie zu ermorden? Aber ja, selbstverständlich. Das sind also die Männer, die ihr töten wollt, ja? Das ist der Plan, Padre. Das ist aber ganz schön gefährlich, so wie ihr das vorhabt. Und was würden Sie vorschlagen? Dass Marcano es verdient hat zu sterben, will ich gar nicht abstreiten. Bringt ihn um. Aber dann muss Schluss sein. Das reicht noch nicht! Es ist genug, wenn du beschließt, dass es genug ist. Ich weiß, was Sal dir angetan hat, Lincoln. Aber ganz egal, was du tust, davon wird keiner wieder lebendig. Ja, niemand wird wieder lebendig. Aber darum geht's ja auch gar nicht. Ich will diesem Bastard zeigen, was es heißt, alles zu verlieren. Ich werde die Ratte Stück für Stück vernichten. Aber das ist eine Sackgasse, Lincoln. Wenn du dich für diesen Weg entscheidest, gibt es kein Zurück mehr. Ich gehe jetzt zu Sammy und hol meine Sachen. Kommst du? Ich warte im Auto. Sie haben uns als Kinder gesagt, wir sollen noch die andere Wange hinhalten. Und nicht zurückschlagen. Das Problem ist, es geht nicht. Nicht im wirklichen Leben. Ja.
tragische Wende in der Geschichte. Wer den Kopf rollen. Auf ihn nicht mehr. Das coole Auto im Rennen. Der Padre scheint nicht sehr begeistert von dem Plan zu sein. Um den musst du dir keine Sorgen machen. Ich will bloß nichts von dieser katholischen Schuld auf mich laden, von der ich dauernd höre. Der weiß von jedem krummen Ding, das ich hier gedreht habe. Und hat mich nie verpfiffen. Wenn ich sage, dass wir dem trauen können, dann ist das so. Klingt vernünftig. Willst du mir sagen, was wir hier tatsächlich machen? Da kann man Kleider kaufen. Der Bacano und seine ganzen Arschlöcher töten. Also irgendwann, dann müssen wir immer noch pleite. Wenn das alles wäre, würdest du dir eine XM21 schnappen, dir Farbe ins Gesicht schmieren und alle wären vor dem Abendessen tot. Und du bräuchtest sicher keine Einsatzzentrale und den ganzen anderen Scheiß, den ich organisieren soll. Als ich zurück war, hat Bacano mir das Hollow angeboten. Er meinte, es ist Zeit, dass Sammy in Rente geht. Ich hab's abgelehnt. Du glaubst, was passiert, das war deine Schuld. Schwierig, es anders zu. Was hast du denn gedacht, was Sal tut? Eine kleine Party für Sammy schmeißen, vielleicht eine goldene Uhr schenken und eine Medaille mit Glückwünschen zum Renteneintritt? Wir wissen beide, es gibt nur einen Weg raus aus diesem Leben. Aber du hast meine Frage noch nicht beantwortet. Ich werde die Stadt übernehmen, Bezirk für Bezirk. Bacano wollte, dass ich das Hollow leite. Scheiß auf ihn. Wenn ich fertig bin, gehört mir die ganze verdammte Stadt. Das ist genau das, was ich hören wollte. Vorausgesetzt, dass dir das alles nicht zu viel ist. Warum sollte das zu viel sein? Ach, keine Ahnung, vielleicht, weil man dir in den Kopf geschossen hat? Ich bin vielleicht kurz aus dem Trip gekommen, aber das wird wieder. Ist immer so. Da hast du allerdings verdammt recht. Noch was. Ist keine große Überraschung, aber die meisten Cops hier hat Sal in der Tasche. Ja, hab mir das schon gedacht. Bin nur vorsichtig. Wenn die Cops sehen, dass du dich mit Sals Gorillas zoffst, hast du sie am Hals. Start biegen. Hey. Polizei. Auf zu Sammy's Bar. Dich nicht doch mitnehmen? Nein, Mann. Alles gut. Ich bin im Hotel. Komm vorbei, wenn du fertig bist. Was würde da noch drin sein, was ich brauche? Der Laden ist am Arsch. Kann ich den neu aufbauen? Heftige Traumas. Willkommen daheim, mein Junge. Oje. Okay, wer soll dich jetzt alles die Hunde vollen? Seine Karre ist der Hammer. Ich will dich ja, Chef im Hollow. Leichter Gehirnschaden oder so. Das ist keine gute Idee. Viele Jungs sterben da drüben in Vietnam. Ich muss es aber tun. Habe ich dir schon erzählt, woher ich die habe? Klar, gestohlen. Stimmt. Aus der Tasche von dem alten Weißen, der immer nur rumgesteckert hat, wenn er hier war. Nimm sie. Mir hat sie immer Glück gebracht. Das kann ich nicht annehmen. Ich weiß, du hast Angst, allein auf der Welt zu sein. Bist du aber nicht. Und wirst du auch nie sein.
Es ist Krieg.